Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall. Ich habe das jetzt offscreen hier nochmal geschafft und es ging komischerweise beim ersten Versuch. Also ich bin da gerade nochmal elegant durchgehüpft. Ich weiß leider nicht, wie ich an den Götzen da drüben komme. Hinter dem Wasserfall ist auf jeden Fall nichts versteckt. Den muss ich jetzt erstmal links liegen lassen. Was? Spin Jars sind das. Und wenn ich meinen C-Stick drehe, während ich meine Eispickel draußen habe, kann ich den Tornado machen. Ich schätze einfach mal, dass ich das nicht zu lang machen darf, weil Harry sonst schlecht wird. Ja. Na, ciao. Na, ciao. Da lasse ich mich jetzt gar nicht drauf ein. Help! What's wrong? Nothing's wrong. I was just wondering if you needed some help. So, what's your story? You following the Pits a lot, or is that just a family name? You don't want to know about my family. Oh, it couldn't be that bad. My old man loved adventuring more than us. One day, he just split. A professor at the local natural history museum, Dr. Crane, taught me everything I know. Me? I learned by keen observation, coupled with animal instinct. But you're lucky you had a teacher. Yeah, well, Dr. Crane and I don't speak anymore. He was angry when I dropped out of school to become an explorer. You let him down. That word down depresses me. I'm out of here. I'm gonna go look for some up. Okay, dann suchen wir auch nach some up. Nach etwas Motivation. So, die Upside Down Monoliths hieß es, glaube ich, das Gebiet, in dem wir jetzt sind, oder? Stimmt das? Habe ich das richtig mitbekommen? Es sieht auf jeden Fall wahnsinnig cool aus und erscheint schon wieder so ein Tempel zu sein. Nein, Viracocha Monoliths. Komm, dann kümmern wir uns erstmal um die netten Ninjas hier, wenn die sich zeigen. Aber anscheinend zeigen sie sich nicht. So, folgende Problematik. Es sieht aus, als wäre hier mal eine Brücke gewesen, ist sie aber nicht mehr. Da drüben ist ein Eingang, da ist ein Eingang, da hinten ist auch irgendwas. Darüber können wir auf jeden Fall laufen. Da hinten ist eine Wand, die wir hochkommen. Oh, die wollen überhaupt nicht kämpfen, oder was? Oder wollen die jetzt nur gerade nicht gegen uns kämpfen, weil Gründe? Man weiß es nicht und wird es nie erfahren, vermutlich. Rennen jetzt nur ein bisschen hier durchs Gebiet, um nicht von denen vielleicht doch erwischt zu werden. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Idol. Dich nehme ich natürlich mit. Dich lasse ich nicht einfach so liegen. Komme ich da hoch? Hier komme ich hoch. Bringt uns anscheinend nicht weiter, allerdings haben wir jetzt so eine kleine Übersicht. Aua, kannst du das bitte nicht auf meinen Kopf fallen lassen? Ich würde mal vorschlagen, wir gehen zuallererst zu der Wand, die wir hochklettern können mit der... mit den... Pickeln. So, dann pickeln wir uns mal die Wand hier hoch. Pickeln und Aknen und Mitessern wir uns die Wand hier hoch. Was ist Mitesser eigentlich für ein komischer Name? Naja, das sind jetzt
Ding, über die ich mir jetzt nicht so Gedanken machen möchte eigentlich. Hier ist... Ich würde sagen, die Person, die da drauf liegt, ist nicht mehr so lebendig. Ja, gewagte These und so, aber... An den komme ich noch nicht ran, ne? Da brauche ich wahrscheinlich irgendwie Dynamit oder so, um es freizusprengen, keine Ahnung. So, kann ich hier irgendwie noch weiter hoch? Geht es hier weiter? Scheint nicht so. Dann stellt sich natürlich die nächste Frage, wohin jetzt? Erstmal auf den Abhang, dann würde ich sagen, dann springen wir runter. Das ist ein bisschen angenehmer. Hallo, Harry. Nicht abhängen. Dann können wir nämlich so hier runter. Puh, das ist jetzt tatsächlich... Komme ich da irgendwie hoch? Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hier lang müssen. Komme ich irgendwie hier rüber? Weiter? Nicht ganz. Ah, das war ein knapper Sprung. Es könnte funktionieren. Oh nein. So knapp. Aber wenn es funktioniert, dann ist es nicht gewollt, dass es funktioniert. Wir können vielleicht da drüber. Moment. Das macht... Hallo, Kamera. Dann machen wir das ein bisschen anders. Nein, da soll ich auch nicht drauf. Sonst würde das Spiel das etwas leichter ermöglichen. Hier drüber können wir ein bisschen hüpfen. Die Frage ist, bringt uns das was? Jawohl, ein weiteres Idol. Aber nichts, was irgendwie Fortschritt und so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wobei, doch hier. Hier scheint es ein bisschen weiter zu gehen. Hier scheint... Oh, hier scheint es richtig weiter zu gehen. Geh mal zuerst auf die Seite. Okay, auf der Seite ist nichts. Hat man gerade auch sehr schlecht gesehen. Okay, jetzt sind wir hier drüben. Durch das Wasser kann ich einfach durchlaufen. Also natürlich, das Wasser ist in Bewegung, deswegen, keine Ahnung. Ist es nicht gefroren, deswegen erfriert Harry auch nicht bei... Nein, das ergibt keinen Sinn. Wir sind vorher auch im fließenden Wasser erfroren. Ich hab keine Ahnung. Aber hier scheinen wir den nächsten Tiertempel zu haben. So, Mr. Pingu, gib mir mal deine Form. Das ist ein wütender Pinguin. Der sieht grumpy aus. So, ich meine auch, das ist ein Tempel, den ich in meinem Leben noch nicht gemacht habe. Weil den damals mein Vater gemacht hat, als ich nicht da war. Und ich war voll sauer auf meinen Vater, weil der halt alleine weiterspielen wollte. Aber ich war halt nur am Wochenende da. So, jetzt ist natürlich die Frage... Was müssen wir tuten? Ich schätze mal... Harry, der da hinten durch die Luft schwebt, ins Wasser schubsen? Oder die Säule anhauen, dass er nicht hochklettern kann? Er muss jetzt da hochklettern, allem Anschein nach. Das heißt... Und jetzt ins Wasser, oder? Jetzt.
habe ich ihn. Numero uno. Numero dos. Wo ist er jetzt? Da ist er. Ah! Warum ist er so schnell? Bitte nicht. Nein. Ah! Ich krieg gerade voll die Stressanfälle. Nein, du kletterst da nicht hoch. Warum hat es nicht getroffen? Okay, aber es wirkt doch recht schwer auf mich, ihn da irgendwie hochkommen zu lassen. Wie ich mich kenne, wird das passieren. Kannst du bitte einfach runterfallen? Kannst du bitte einfach da ins Wasser fallen? Du würdest es für uns beide ziemlich erleichtern. Ich treffe ja auch noch ziemlich gut. Aber es bringt halt nichts. Kannst du einfach... einfach ins Wasser. Kannst du... einfach ins Wasser. Einfach ins Wasser. Harry. Ich muss ihn halt von vorne treffen, ne? Wenn ich ihn von vorne treffe... dann ist es kein Problem, dann springt er auch nicht immer so komisch zur Seite. So, ich probiere das jetzt mal so. Und dann kann ich ihn auch immer von vorne anrennen. Nein, das reicht halt immer noch nicht. Der Kampf ist gerade echt die Hölle, gell? Der Kampf ist gerade... also es sieht... ich muss ihn ja auch noch zweimal ins Wasser werfen. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. So. Jetzt müsste ich ihn ziemlich zentral haben, dass ich ihn ins Wasser kriege. So, und in der letzten Phase, upsa, müssen wir aufpassen, dass er uns nicht trifft, weil er uns dann ziemlich viel Stun locken kann. Und dann müssen wir einfach vor ihm fliehen, wenn er so rumwirbelt. Denn, wie wir schon gelernt haben, mit den Eispickeln sollte man nicht zu viel wirbeln. Und dann ist er ganz einfach besiegt. Mensch. Denn da wird einem sehr schnell, sehr doof im Kopf, ne? Aber jetzt haben wir ja unsere Ruhe, das heißt, wir können jetzt ganz in Ruhe hier hochklettern. Zack, 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 schwupp, 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 schwupp. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kampf genau zusammengeschnitten ist, wie ich das mache, weil ich gerade mich sehr konzentriert habe in der letzten Phase. So, da kriegen wir auf jeden Fall, eine Brücke. Freihaus geliefert. Guten Tag, sie hatten einmal große ausfahrbare Brücke bestellt. Ohne Oliven und mit extra Käse. Im Urwaldweg 3. So, komm, die haben wir uns jetzt wirklich verdient. Nicht fallen lassen, die geht noch kaputt. Wunderbar. Und wir haben... 3 von diesen, Medaillons.
taken care of. What's it say? Something about a prophecy of a man who would change time. Time? Are you sure you're reading that right? I can't make out some of these runes. Maybe that shaman you told me about can figure it out. Huska, he's bad news. You don't understand. This prophecy could be about my father. I have to know. I have to talk to Puska. Nikki, wait! Ich habe das ungute Gefühl, dass das keine... And maybe I should have gone after her. Maybe things would have worked out differently. But I had a job to do. I had to search the rest of the mountains. If there were any more explorers out there who needed help, I was gonna find them. Dass es keine gute Idee hat, die Nicole, dass es keine gute Idee ist, was Nicole da macht. So, auf jeden Fall müssen wir hier weiter nach Erkundern suchen. Wie kommen wir jetzt hier am besten wieder raus? Ich werde mal ganz kurz einen Blick auf die Karte, um zu schauen, was unser nächstes Ziel ist. Unser nächstes Ziel ist von den Monolithen aus nach rechts. Okay. Machbar. Definitiv machbar. So, hier komme ich ja auch wieder hoch. Da ich ja kein kleiner Pinguin bin, sondern Fallgruben-Harald. Fallgruben-Harald macht die großen Sprünge im Leben. Deswegen ist er ja auch aus der Schule, beziehungsweise hat die Schule abgebrochen, um Erkunder zu werden, um dann später die ganz großen Sprünge zu machen. Wie zum Beispiel der Tauchsprung. Also, hoch, was habe ich jetzt geskippt? Ich wollte nichts skippen. Ah, da drüben ist ein Tor aufgegangen, guck mal. Die wichtigere Frage ist natürlich, kann ich den hier machen? Ja! Hurra! Ich freue mich. Dann paddeln wir mal darüber. So eine gefrorene Säule haben wir ja schon mal gesehen. Was wir hier machen müssen, wissen wir auch. Die wird einfach umgeschleudert. Einfach Steinchen drauf und fertig. Zum Tal der Geister. Freunde, dann würde ich aber sagen, zum Tal der Geister. Gehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.